So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Essen Motorshow. Weiter geht's. Extrem heftiger Tag heute gewesen. Und jetzt gehen wir trotzdem nochmal, es ist ein bisschen ruhiger geworden, einmal zu Salem, zu H&R. Ihr seht schon im Hintergrund und gucken einfach mal, was die so dieses Jahr mitgebracht haben. So sieht man dich wieder. Auf ein neues. Ich habe gerade schon gesagt, also bei uns extrem heftiger Samstag gewesen. Ja. War wirklich durchgehend. Wir haben wirklich von 10 bis eben gerade durchgehend, ich glaube mit 8 Leuten da gestanden. Ich habe die Zeit so vergessen in dem ganzen Stress, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, wir hätten 11 Uhr. Ja, ja. Weil ich habe nämlich heute Morgen gesagt, ich komme gleich zum Video machen vorbei, jetzt ist 17 Uhr. Genau. Ne? Und dann kam ja René und wollte noch 2 Kartons mit Dekofedern haben. Dann habe ich dann mal auf die Uhr gesehen, dann wurde mir Angst und Bange. Ja, ja. Die Zeit ist heute geflogen. Weg. Ja, hier war auch wirklich alles voll. Aber zufrieden mit der Messe? Sehr. Gut, ne? Ja, doch. Also selbst zum Pressetag, der sonst immer relativ verhalten ist, weil ja viele Zuschauer nicht wissen, dass man auch am Pressetag die Messe besuchen kann, nur die Eintrittskarten sind halt ein bisschen teurer, war es, finde ich, sehr gut. Mhm. Und heute war Wahnsinn. Ja. Bei uns war voll Eskalation. Ja, glaube ich. Ich habe es nicht einmal geschafft, in die Halle 6 zu kommen. Ja, kannst ja gleich um 6 machen. Das werde ich, versprochen. Was können wir uns angucken? Ja, also wir haben mal wieder 7 Autos dabei. Also eigentlich bin ich noch wegen 2 anderen Sachen hier, aber das machen wir noch. Gerne. Ja, also wir stehen in Halle 7. Seid natürlich herzlich willkommen. Wir haben 7 Autos dabei. Von alt bis neu, bis Rennsport, bis SUV und also Vielseitigkeit auch mal dargestellt. Wir haben alle Produkte ausgestellt von den neuen Gewindefedern, wo wir das Produktportfolio jetzt immer weiter erweitern auf alle Fahrzeugmodelle. Und ja. Gibt es irgendeine absolute Neuerung seit letztem Jahr? Wir waren ja letztes Jahr auch schon mal hier. Rein theoretisch die Gewindefedern an sich, was halt jetzt wirklich für viele, viele Fahrzeuge jetzt nach und nach erweitert wird. Aber Neuerung an sich bleibt es bei der Tieferlegungsfeder, beim Stoßdämpfer, beim Gewindefahrwerk, bei Stabilisatoren, Distanzscheiben. Nochmal für alle, die bisher noch nicht zugeguckt haben, Gewindefedern heißt, ihr könnt euren Stoßdämpfer original lassen. Genau, das kann ich euch sogar zeigen. Ersetzt nur die Feder plus ein Verstellelement. Genau, richtig. Du hast halt quasi eine kostengünstige Möglichkeit, dein Fahrzeug mit sowie auch ohne adaptiver Dämpfung, ich sag mal, mehr als eine Tieferlegungsfeder absenken zu können. Natürlich bei der Performance noch eine kleine Steigerung bezüglich Abstimmung und veränderter Gummihohlfeder, also dem Anschlagpuffer. Und ja, jetzt ist es natürlich deutlich kostengünstiger. Du hast trotzdem eine Höhenverstellung. Der Kunde hat die Möglichkeit, sein Fahrzeug sich individuell einzustellen, ob es ein bisschen höher ist, keilförmiger ist. Ist dann mit ABE oder muss eingetragen werden? Das ist mit Teilegutachten. Wir planen auch gerade tatsächlich eine ABE für viele Artikel. Da sind wir schon mit dem TÜV in guten Gesprächen. Das funktioniert auch. Das heißt dann wirklich nur noch einbauen, losfahren? Genau, einbauen, losfahren und dann, ja. Ja, was ist dein Lieblingsauto? Es gibt 2. Also Platz 1 sind eigentlich beide. Einmal der GT40. Mhm. Das ist das Rennauto von Jürgen Alsen, wo wir halt auch unsere Finger mit dem Spiel haben als H&R und einmal vom Chef der ganz seltene 68er 2002 Alpina BMW. Du weißt, mein Herz schlägt für alte Autos. Wir fangen da erstmal an. Gerne. Dieses Auto, also Jürgen Alsen Motorsport, ist ja sehr eng mit H&R verbunden. Jahrelange Motorsport-Zusammengehörigkeit, auch sehr, also der Jürgen Alsen selber ein sehr, sehr guter Freund vom Heinz Remm und vom Christian Heiner, also von beiden Familien. Und wir sponsern natürlich dieses Team auch, also es ist auch mit ein H&R-Auto in dieser Rennklasse. Auto fährt auch im Rahmen der VLN auch mit. Und wie ich finde, dieses Auto strahlt, es ist zwar ein Rennwagen, aber wenn man sich den mal gleich, wenn du mal ein paar Bilder zeigen möchtest, so ein bisschen weiter weg, der macht nicht diesen typischen Rennwagen-Eindruck. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich vor einem Rennwagen stehe, ich bin immer so ein bisschen, okay, es ist nicht schön anzugucken, aber du kannst damit nichts anfangen. Ja, ja. Aber ich finde das Auto einfach schön. Das Ding hat tierisch viele Details, die es einfach geil macht. Genau. Ne? So, Lufteinlass, genau. Schweller, darunter nochmal ein Schweller. Genau. Dann, Alter, dieser Diffusor ist natürlich mal vor allem heftig. Genau. Ne? Ja, genau. Der Riesenflügel für Downforce, ganz klar. Das Auto ist ein Biturbo, hat 1100 PS. Krasser Scheiß, Alter. V8 Biturbo, genau. Riesen Ladeluftkühler. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben schon gestern darüber gesprochen. Jetzt stell dir mal vor, du machst den riesen Spoiler
Du machst den Diffuser ab, hinten und vorne, machst Rotor Nummer dran und fährst nochmal eine Runde am Wörthersee. Endstufe. Das, ich finde den auch einfach schön. Machen wir doch, oder nicht? Jetzt auch mit den Rädern, ne? Also alleine die BBS da drauf, die Farbe vom Auto, diese ganze Form, wie flach der auch ist. Also ich bin verliebt. Was? Ich bin wirklich Monster, ne? Es ist wirklich ein Monster. Monster, ja. Wir haben das Auto durch die Halle reingeschoben hier und wir haben hier vorne auf der Ecke gewartet. Das sah so abgefahren aus. Mhm. Heftig. Man sieht es halt nie, ne? Und da ist Fahrwerk von euch drin? Genau. Und der drin. Was genau ist da drin? Kann man darüber reden? Absolutes Rennfahrwerk, hat überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun, was man so kennt. Ja, ja. Voll im Umfang auch einstellbar, mit komplett eigenen Federraten, Abstimmung, Kennlinien. Also das ist wirklich... Ist da dann auch ein Alufahrwerk in so einem Fall? Ja, na klar. Und sind da dann auch 60er Rennfedern drin oder macht man da diese noch kleineren Federn rein? Das ist immer 50er oder 60er machst du immer, wenn es um Bauraum geht. In dem Fall sind aber auch die 50er verbaut. Was? Komm, wir gehen vorne mal gucken. Ja, gerne. Ja, und vor allem, man siehst du einen GT40 als Rennauto. Ja, klar. Das siehst du ja schon alleine nie, ne? Alleine mit den Öffnungen. Ja, ja. Guck mal, alles offen. Und einfach diese Form vom Auto. Das Auto wirkt einfach brutal. Auch der so ist sehr flach, flach, ne? Und extrem breit und groß. Jetzt sehe ich auch erst diese riesen Öffnung da genau. Auf dem Dach. Genau. Krass. Das Auto ist wirklich Wahnsinn. Sieht heftig aus, ja. Ja. So, und jetzt kommt das krasse Gegenteil. Ja, da ist dann wiederum... Ich war ja bei Yasima in Las Vegas, da war wirklich gefühlt jedes zweite Auto eine neue Supra. Findest du, auf der Essen Motor Show stehen viele Supras? Ja. Findest du wirklich? Wie viele hast du gezählt? Also, ich bin noch gar nicht rumgelaufen. Ja. Ich sehe aber nur von unserem Stand aus, glaube ich, schon 3. Wirklich? Weil ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe gezählt auf der gesamten Messe 5 Autos und das ist nicht viel. Da steht alleine bestimmt 30 Golf 7. Ja, stimmt schon. Für so ein gehyptes Auto, was ich finde ihn ja auch wirklich gut, finde ich den auf der Essen Motor Show sehr wenig. Der Kollege war vorhin auch schon bei mir. Daniel war auch da, genau. Hatten wir auch einen kleinen Menschenandrang hier gehabt, war auch alles voll. Ja, A1, einmal komplett Selfmade Custom von Up Sportsline, wirklich sehr gut gelungen. Sehr schönes Auto, Details auch sehr schön, auch die Verarbeitung ist wirklich erstklassig, muss man einfach sagen, die Jungs wissen, was sie tun. Ja. Vor allen Dingen ein komplettes Bodykit halt, ne? Ja, genau. Auch innen, ne? Also auch die ganzen Alcantara-Arbeiten, sei es die Details, auch im Motor mit der Haube und sowas, das haben die wirklich schön gemacht. Also Auto ist wirklich klasse und vor allem, der hört sich auch richtig wild an. Also wenn ihr den anschmeißt... Ja, ich hab's im Video schon so erahnt, ne? Du denkst, da rollen 600 PS. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Leistung der hat, zu meiner Schande, aber der hört sich auf jeden Fall wild an. Hört sich noch mehr an, auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Ja, so, jetzt Oldtimer. Ja, Oldtimer. Auf jeden Fall schon mal die richtigen Reifen drauf. Also der Christian hat ein paar Autos, ne? Christian hat ein paar alte Autos, ja. Ja, der hat auch eine sehr starke Verbundenheit zu Oldtimern, wie wir alle irgendwie. Hierbei handelt es sich tatsächlich um ein sehr, sehr seltenes Auto. Das wissen halt auch viele nicht und deswegen gibt es auch immer so viele Meinungen dazu. Mhm. Und viele, ich sage jetzt auch mal so Jungs in unserem Alter, die keinen Bezug zu alten Autos haben, die wissen gar nicht, was das ist. Ja, ja, klar. Das, so wie er hier steht, ist ein Rennwagen seiner Zeit. Mhm. Das wissen viele nicht. Ist ein Original 2002 Alpina aus 1968. Das Auto wurde damals direkt an Burkhard Bovensiepen in Buchloe ausgeliefert. Also Alpina war quasi Erstauslieferung an die Adresse. Auto komplett umgebaut mit den Schweinebackenverbreiterungen, Motor, Technik und allem drum und dran. Total wild, total selten, wurde jetzt komplett von Rocarossa auf restauriert. Gibt es auch eine ganz witzige Story zu. Der damalige Besitzer Josef Reuter ist das Auto zur Studienzeit im Rennbetrieb gefahren bis 1973. Abgemeldet, weggestellt. Zig Jahre später, ich glaube 1988, hat es ein guter Freund von uns, der Rainer Arendt, gekauft. Ja, und dann vor 2 Jahren hat dann Christian zugeschlagen und das Auto einmal komplett gerettet und wiederbelebt. Ne? Einmal komplett restauriert und jetzt steht er da wirklich picobello. Also ich mag alte Autos auch, aber alte BMWs ist für mich auch jetzt nicht Neuland, aber hätte ich unmöglich auch alles gewusst, was du gerade aufgesetzt hättest. Ja. Ja, das ist schön. Ja, viele wissen es nicht. Sind das original Alpina-Felgen? Das sind dreiteilige Alpina. Extrem schönes Auto. Extrem schönes Auto. Was hat der dann so an Leistung? Gute Frage, ja. Nur so ungefähr. Serie, irgendwas um die 125 PS, 120 PS. Und der ist motormäßig original? Oder? Das ist ein 2 Liter, 2002. Damals, 68, gab es noch nicht den TI und TII. Mhm. Die kamen erst zu den Sommerferien 68. Mhm. Der ist allerdings Märzproduktion. Seinerzeit war das noch ein 2 Liter Vergasermotor. Ja. Mit 240er Doppelweber Vergasern.
Und den hat dann Alpine halt ein bisschen verfeinert und gezüchtet. Genaue Leistung müssen wir nachgucken, aber es wird auf jeden Fall irgendwas um die 120 bis 140, 150 PS maximal sein. Fährt den Christian noch richtig? Das Auto ist jetzt gerade zur Messe fertig geworden. Also der wird dann jetzt irgendwann im Frühjahr, wenn es schön Wetter ist, mal bericht. Würde mich auf jeden Fall mal reizen, dass wir da eine Runde mitfahren. Gerne. Du weißt, der ist für sowas immer zu haben. Ganz was anderes, ne? Ja, klar. Du hast halt ein ganz anderes Feeling in so einem Auto, ne? Das holt dich auch wieder total zurück. Glaube ich. Und vor allem mit diesen, ich sag mal, 130, 40 PS, hast du richtig Spaß. Richtig Spaß, ja. Ja, genau. Krass. Ja, so viel zum Thema Autos, weil wir sind ja auf einer Automesse hier. Ja. Essen Motorshow. Du hast aber noch was mitgebracht. Ich habe euch was mitgebracht. Ja. Muss ich jetzt schon zeigen? Ja. Komm mit. Müssen wir ja. So. Ja. Ihr habt da was vorbereitet für uns. Ein bisschen was vorbereitet. Deko-Federn. Unsere berühmte Deko-Feder bzw. Stifterhalter, Schreibtischfeder. Was übrigens viele nicht wissen, wir können auf Wunsch für jedes Unternehmen, für jeden Anlass, diese Deko-Federn in unterschiedlichsten Farben, Bedruckung, Kennzeichnung herstellen. Hab jetzt auch tatsächlich ganz viele Anfragen dazu, als Weihnachtsgeschenke, Präsente. Finde ich auch mega geil. Für Kunden. In dem Orange mit Logo. Ja. Also, extrem geile Nummer von H&R, kommt zu unserem Stand, gibt es zu einer Cap dazu. Ja. Aber nicht zu jeder Cap. Nicht zu jeder Cap, sondern wir suchen uns jeden Tag immer andere Caps aus. Ihr erkennt es daran, dass die Feder vor der Cap steht. Okay. Und nur solange der Vorrat reicht, wenn weg, dann weg. Genau. So, macht sich aber auf dem Schreibtisch extrem geil. Ne? Und dann auch gerade noch als Essen Motorshow 2019 genau. Hat man wieder Erinnerungen auf dem Tisch stehen. Ich habe sogar selber jetzt eine auf dem Tisch stehen. Sehr gut. Ja, die Deko-Feder. Also wie gesagt, wenn jemand ein schönes Geschenk oder sowas sucht, einfach gerne bei mir melden, kann man was anbieten. So, jetzt. Jetzt kommen wir zu dem zu unserem heiligen Limo-Teil. Ihr erinnert euch ja, wir waren ja da und wir haben die Titan-Stabis gebaut. Genau. So, wir haben für euch, beziehungsweise H&R hat für uns, einmal RS4-Stabi. Genau, original, also unseren H&R-Stabi in 32 mm Durchmesser. Mhm. 8,8 Kilo schwer, die du in deiner Vorderachse aktuell verbaut hast. Und dann haben wir natürlich als Pendant die Titan-Vorderachse. 30 mm im Durchmesser und 4,4 Kilo schwer. Ich würde auch vorschlagen, wenn man das jetzt hier so sieht, muss ich ganz ehrlich gestehen, man kann den Gewichtsunterschied nicht glauben. Nee. Aber wenn du beide Stabis in der Hand hältst und den Gewichtsunterschied in der Hand spürst, dann ist man wirklich erschrocken. Vor allem, das Krasse ist jetzt ja auch noch, jetzt wo die gepulvert sind, ne, sieht man es ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, genau. So, ne? Siehst du es eigentlich gar nicht mehr. Und genau deswegen haben wir uns überlegt, wir hängen die Stabis bei uns auf, am Stand. Wir können einfach alle vorbeikommen, können dementsprechend einmal den Stahl hochheben und einmal Titan hochheben. Ja. Und einmal Titan extra leicht hinten hochheben. Das ist wirklich krass, ne? Wie so ein Zahnstocher. Serie ist 19 mm, der Titan-Stabi ist 17 im Durchmesser. Auch wie gesagt zweifach verstellbar. Und wir haben ein Gewichtsersparnis von 2 Kilo. Der H&R-Stabi 19 wiegt 3,1 Kilo. Der H&R Titan in 17 wiegt genau 1,1 Kilo. Ich bin immer noch geflasht. Vorhin die ganze. Ja, ich bin auch echt gespannt. Ich fand es auch extrem geil, dass das Video auch so geil angekommen ist. Ne? Ja, wirklich extrem viel gefeiert, sich angeguckt und so weiter. Ist halt wirklich heftig, was halt heutzutage so mit den richtigen Leuten halt so geht. Ne? Ja, vor allem, ich finde es auch immer so schade, jeder hat immer irgendwie was, ich sag mal, in seinem beruflichen Umfeld, was er so speziell machen kann. Und wir kennen uns ja nun auch alle und können auch über alles sprechen und zeigen. Ja. Und ich finde das halt umso besser auch, dass das wirklich so gut angekommen ist, dass die Leute auch daran sich wirklich interessieren. Ne? Ja. Finde ich wirklich gut. Ja. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke für die Präsente. Sehr gerne. Stabis hängen wir auf. Kann jeder mal ein bisschen pumpen hier, René? Oskar im Fitnessstudio. So, oder? 9 Kilo geht doch schon. Ja. Für einen Arm. Das ist ein Unterarmtraining. Wobei man auch hier sagen muss, trotz des Gewichts, wenn du den in eine S4 Limousine Avant oder RS4 verbaust, der fahrdynamische Unterschied, also ich sage es jedes Mal, wenn einer die Möglichkeit hat, ein Serienfahrzeug nur mit Stabis umzurüsten und erst ohne Tieferlegung, ohne Fahrwerk, nur den Unterschied zwischen Serienstabis und H&R-Stabis fährt, glaubt es mir, ihr werdet euer Fahrzeug nicht wiedererkennen. Das ist jetzt keine Werbung für das Unternehmen, weil ich hier arbeite, also du kennst mich, das ist der Wahnsinn. Einfach weil die Wankbewegung so viel weniger ist. Das Auto gibt dir so viel Sicherheit, Feedback,
und Performance auf einmal spürbar wieder. Du denkst, du hast einfach einen Fahrwerk verbaut, obwohl du nur die Stabis geändert hast. Kurvenlage, Eingang sowie Ausgang, das ganze Verhalten, die Reaktion, wie sensibel ist das Auto. Wahnsinn. Man muss es einfach mal erfahren haben. Serie, wie ja, ich hatte auch Umrüstung. Ich hatte ja auch direkt die ganze Zeit Stabis von euch drin, war immer. Ja, so viel zur ersten Motorshow. Jetzt ist gleich 18 Uhr und auch Feierabend hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen.